Hallo zusammen und willkommen zu meinem. Nein, 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 nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Ich weiß, es sieht komisch aus. Aber lasst mich zu Ende reden. Also, willkommen zu meinem letzten Test von Long Live the Queen. Einem sehr rosanen Spiel. Aber dazu erkläre ich gleich mehr. Das Ganze ist wieder im Livestream, das heißt, der Chat ist dabei, aber diesmal blende ich ihn nicht ein, weil es doch zu viel Platz wegnimmt. Und Kyria ist dabei, um zwischen Chat und mir zu moderieren. Hallo Kyria. Moin. So. Also, das Spiel ist wie gesagt sehr rosa. Man spielt eine 15-jährige Prinzessin und muss sie zur Königin machen. Also so eine Art Erziehungssimulator, könnte man sagen, ja. Also man geht die Tage rundenbasierend durch, kann dann aussuchen, was sie skillen soll. Also Diplomatie oder Schwertkampf oder Kriegskunst oder irgendwas studieren, mystische Sachen und so weiter. Und muss dann jeden Tag auch gewisse Entscheidungen treffen. Also, wo möchte man hingehen, wie reagiert man auf bestimmte Adelige und so weiter. Und je nachdem verändert sich das Spiel mit jedem Durchlauf. Also es hat einen sehr, 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 sehr hohen Replay-Value, wie das so schön heißt. Und es ist echt makaber. Also ich zeig mal ganz kurz, was für Tode es da so gibt. Also ich wurde jetzt bei meinem Testspiel von einem Pfeil in die Gedärme erschossen. Was schon mal nicht so schön ist. Denn hier den Schädel erschlagen, sich selbst in die Luft gesprengt, umgebracht, von Monstern umgebracht, auf See ertrunken und so weiter. Also ja, es ist pink und ja, es ist asiatisch angehaucht und ein bisschen kitschig und so. Aber es ist lustig, Spaß und die Technik dahinter finde ich doch schon recht interessant. Also starten wir mal ein neues Spiel. Das Arrow to the Gut erinnert mich an Arrow to the Knee aus Skyrim. Ja, also dieser junge Mann hier, der zumindest aussieht wie ein junger Mann, ist eigentlich unser Vater. Also soll er wohl eigentlich alt sein, aber das bei diesen asiatischen Sachen ist mir schon schwer auseinanderzuhalten. Also, wir kommen jetzt mit unserem Vater, also wir sind ein 15-jähriges Mädchen, immer schön dran denken. Wir kommen jetzt mit unserem Vater zu unserem Schloss nach Hause und unsere Mutter ist umgebracht worden oder ist gestorben. Das wissen wir noch nicht genau. Wir wissen nur, dass sie tot ist. Deswegen sieht sie jetzt auch so traurig aus. Und wir sind Elodie. Wir sind nicht Kyria, die pinke Prinzessin. Tut mir leid. So, er sagt, wir müssen jetzt hart arbeiten und wir sollen nämlich eine Königin werden. Denn anscheinend ist es hier so, dass die Frauen die Herrscher sind und nicht die Männer. Das heißt, unser Vater kann nicht der Regent werden, weil er halt ein Mann ist. Irgendwie so in der Richtung. Na, trotziges Gesicht. Ja, und sie ist ziemlich verbittert, dass die Mutter gestorben ist, aber daran kann der Vater nichts ändern. So, jetzt sind wir auf dem Hauptspielbildschirm, das ich euch erklären will durch das Tutorial. Und zwar haben wir hier das Hauptbild, wie sie gerade aussieht. Also in welcher Stimmung sie ist. Das heißt, man muss darauf achten, wie die Hände sind. Momentan ist sie nämlich verkrampft, wie die Augen sind. Sie ist nämlich traurig und je nachdem kann man auch hier gucken unter Stimmung. Oh, ein kleines Schleifchen. Und in der Stimmung, wie sie gerade ist. Es gibt da verschiedene Pedel, wie heißt das? Verschiedene Stufen? Was auch immer. Also ganz oben im Spektrum ist aber hier wütend und das Gegenteil davon ist ängstlich. Momentan ist sie eher ängstlich, weil halt ihre Mutter gestorben ist. Und sie ist auch nicht glücklich, sondern eher depressiv. Sogar ziemlich depressiv. Dann gibt es noch willful, also dass sie eher ihr eigenes Ding macht, oder yielding, dass sie eher darauf hört, was andere ihm sagen. Zum Beispiel ihr Vater oder andere Autoritätspersonen. Dann gibt es hier noch einsam und unter Druck. Und je nachdem, wo die Skills gerade sind, also welcher der höchste ist, welcher der zweithöchste ist, kann man andere Skills besser trainieren. Und zwar hier die Skills. Sind ein paar mehr. Momentane Stimmung depressiv. Das heißt, wir haben hier bei den Skills immer nebenstehen, ob sie Abzüge bekommen wie hier oder Boni. Also dadurch, dass unsere Prinzessin jetzt depressiv ist, haben wir einen Boni auf Expressionen. Also könnten wir jetzt Dekoration, Instrumente oder Stimme trainieren. Und dieser Bonus ist auch recht wichtig. Also wenn man einmal was trainiert, dann steigert sich auch dieser Wert. Also es wird dann immer schneller und immer einfacher. Das heißt, wenn man einmal was trainiert hat hier und am nächsten Tag ist sie nicht mehr depressiv, dann hat man immer noch einen Bonus, auf das man vorher gelernt hat. Also, wir haben heute ein Bonus auf Expression und Tierhandhabung. Das heißt, wir überlegen uns jetzt, wie könnte unsere Prinzessin sterben und wie verhindern wir das am besten, indem wir in die Richtung skillen. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass sie mal von einem Hund angefallen wird oder vom Pferd fällt.
Dementsprechend könnte es wichtig sein, dass wir reiten oder mit Hunden umgehen skillen. Und da alle anderen Sachen auf 0 oder Minus sind, gehen wir jetzt auf Classes, wählen die Morgenstunden aus und die Abendstunden und sagen, wir hätten gerne Animal Handling Hunde. Wir hätten gerne Animal Handling Pferde. Und sagen dann. So, hier unten sieht man jetzt die Bonuspunkte, die sie bekommt. Bonus durch Depressiv. Nachmittagsstunden, Bonus durch Depressiv, Pferde auf 15. Das war der erste Schultag. Jetzt kommt dazu noch Spezialevents. Zum Beispiel wundert sie sich jetzt über irgendwelche Geräusche und es ist ihre Cousine und ihre Tante und Onkel. Jetzt könnte es etwas komplizierter werden. Also es gibt nämlich eine ganze Königsfamilie und die sind in verschiedenen Beziehungen zueinander. Also wer wen mag und wer wen nicht mag und so weiter. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Also so wie sie aussieht, sollten wir sie schon mal nicht mögen, glaube ich. Er sieht ein bisschen betröppert aus. Der Duke von Merwa. Mit Krawatte? Okay. Und unsere Cousine. Die sieht lieb aus, also wird sie wohl auch lieb sein. So, und dadurch, dass unsere Cousine jetzt da ist und jemand zum Spielen hat, ist sie jetzt glücklicher geworden. Also cheerful plus eins. Was sagt Minigaber da mit den Dageln? Ich glaube, es gibt eine Todesart. Ja, da waren jetzt schon zweimal die Frage, ob Tentakel vorkommen und einmal die Frage eben, ob Blut vorkommt. Also richtige Splatter-Effekte nicht, aber die Todesbilder sind teilweise recht lustig. Und nicht sterben ist eines der Ziele, das ist richtig. So, also, wir haben jetzt die Schulstunden hinter uns, den Random-Event zwischendurch auch. Jetzt können wir sagen, was wir machen wollen. Und je nachdem, auf welches Dingens wir jetzt gehen, verändert sich unsere Stimmung. Zum Beispiel, wenn wir uns auf den Thron setzen und ganz normale Thronarbeit machen, kriegen wir plus 2 Yielding. Das heißt, wir werden eher von anderen Leuten beeinflusst. Wir werden aber auch depressiv und unter Druck gesetzt. Es kann positiv sein, kann negativ sein. Im Schloss umherwandern, dadurch wird man einsamer und ängstlicher. Wenn wir einer Messe beiwohnen, sind wir weniger depressiv. Das heißt, wir können uns jetzt aussuchen, in welche Richtung unsere Prinzessin gehen soll. Also eher, dass sie sich jetzt mit dem Tod ihrer Mutter abfindet und versucht, ein glücklicherer Mensch zu werden. Oder dass sie richtig abrutscht und aggressiv wird und was weiß ich. Da könnt ihr euch jetzt ja schon mal im Chat ein bisschen auslassen, was ihr eher gerne hättet. Und ich gucke währenddessen, ob ich irgendwas noch im Chat verpasst habe. Ah, es kommt hauptsächlich dieses, ich sei die Königin oder die Prinzessin und Booster. Sind dort Booster? Nee, hier sind keine Booster. Und Tentakel und der Zeichenstil. Es ist schön, wie jeder auf Tentakel kommt. Nein, es ist kein Hentai-Spiel. Ja. Kuchen macht glücklich. Es gibt eine Küche. Also wir könnten auch mit unserem Vater reden, wir könnten mit unserer Cousine sprechen. Wir könnten in den Kerker gehen. Wir könnten alleine im Garten wandern. Wir können mit Teddybären spielen oder wir können aus der Burg ausbrechen. Dadurch werden wir willful. Das heißt, wir machen eher unser eigenes Ding und hören nicht auf das, was Papa sagt. Naja, bisher hier Küche, Messe, Friedhof oder Folterkammer abrutschen in den Alkoholismus und die Drogen so. Eine kleine, liebe, aggressive, tötende Prinzessin und ähnliches. Seltsamul, ich bin für eine verspielte und depressive Schwertmetzlerin. Also ich sehe ein Muster. Es soll doch alles etwas aggressiver sein. Ja. Okay, was ist denn möglichst aggressiv? Später kann sie Tennis spielen, das ist sehr aggressiv. Warum auch immer. Dann würde ich sagen, dann bricht sie mal aus. Dadurch wird sie eigenständiger oder trotziger, aber auch ein bisschen einsam. Das passt schon. Also, ausbrechen. Ein Lonely, 2 Willful. Du genießt deine Freiheit, aber du weißt, dass dein Vater es nicht mögen wird. So, immer noch dieselbe Haltung. Der Chat scheint ziemlich sadistisch veranlagt zu sein hier im Moment. Ja, gucken wir mal. Aber jetzt könnt ihr sehen, also sie ist weniger depressiv, sie ist sehr viel trotziger
Und sie ist auch etwas einsamer. Das heißt, wir können jetzt andere Skills auswählen. Gucken wir mal. Nee, können wir gar nicht. Also wir haben immer noch Animal Handling und Expression. Wir könnten... Was gibt's denn da so? Vielleicht die Expression, weil du dich dann eher anders ausdrücken kannst? Ja. Verstehe ich darunter. Ja. Dekoration ist jetzt für eine aggressive Tyrannenprinzessin nicht ganz so wichtig, aber die Stimme... Und vielleicht auch Instrumente spielen, um Leute zu beeindrucken oder so ähnlich. Um Leute zu Tode zu foltern mit der Musik. Alternativ können wir auch einfach etwas nehmen, was nicht vorgeschlagen wird. Also vorgeschlagen wird halt das mit dem Plus. Sondern wir könnten jetzt auch einfach sagen, okay, wir wollen Militär steigern. Strategie oder was auch immer. Oder gleich auf Reflexe, Schwerter, Athletik und dergleichen gehen. Es kam die Frage, ob sie auch älter wird im Chat gerade. Oh, so weit habe ich nicht gespielt. Ich bin vorher erschossen worden. Aber es gibt einreißende Momente, die eigentlich immer in jedem Spiel kommen, habe ich mir sagen lassen. Also aber gibt es dann irgendwann immer die Krönung und es gibt immer einen gewissen Ball und immer einen gewissen Mordversuch und so weiter. Also man kann schon leicht versuchen, in die Richtung hinzuarbeiten. Quarks meint gerade, deine Prinzessin wird eine Instrument Death Metal. So, Waffen werden vorgeschlagen. Militär hört sich gut an. Okay, das heißt, wir lernen jetzt nicht das, was vorgeschlagen wird, weil das nicht zu unserer Prinzessin passt, sondern wir lernen das, was wir verdammt nochmal wollen. Und das ist Waffen, Schwert und Militär, Strategie. Fertig. So, Schwerter kommt jetzt nicht auf 15, wie die anderen Skills gestern gekommen sind, weil wir halt keinen Bonus drauf haben. Aber es ist immer noch ganz okay. So, 10 Punkte. Was haben wir jetzt? Diese komische Frau ist gekommen, um unserer Mutter Respekt zu erweisen. Also unserer toten Mutter. Und sie ist so eine Art Zauberin. Und unser Vater meint, dass sie mit Schuld daran wäre, dass unsere Mutter gestorben ist. Was? Ich bin eine Zauberin. Mhm. Und er ist der Meinung, dass diese Zauberer halt alle korrupt sind und dass er nicht will, dass diese Zauberin mit uns irgendwas zu tun hat. Aber, wie sie jetzt richtig sagt, können wir entscheiden, ob wir mit dieser Zauberin zu tun haben wollen oder nicht. Und sie sagt, dass unsere Mutter uns vertraut hat, also sollen wir es auch. Also, erste größere Entscheidung. Schicken wir sie einfach nur weg, dann könnte sie wiederkommen. Stecken wir sie ins Gefängnis, dann könnte sie wiederkommen, wenn wir sie rauslassen. Oder lassen wir sie einfach hier in dem Schloss leben. Was wollt ihr lieber haben? Bring sie um, töte sie, waren die ersten beiden die Kommentare, die kamen. Einkerkern. Ich kann sie nicht umbringen. Verbrennen die Hexe. Auspeitschen. Also bisher ist Einkerkern noch am meisten. Ja, ich denke, und verbrennen und umbringen ist auch schlimm und das Schlimmste auf dieser Liste ist hier gefangen nehmen. Also, gefangen nehmen. Boah, grimmiger Blick. Du bist ein Verräter der Krone und ich sollte dich umbringen lassen. Also exekutieren. Wache! Nimmt sie gefangen. Plus eins sauer. Sehr gut. Jetzt können wir vielleicht in den Dungeon gehen und sie da irgendwie pieksen oder so. Gucken wir mal. Nun, ich denke, sie wird kein Problem mehr darstellen. Sehr cooler Dad. Also jetzt, wo sie im Kerker sind, kommen noch mehr Stimmen, die sagen, du hättest dich mit ihr anfreunden sollen im Nachhinein. So, da wir könnten jetzt den Kerker besuchen. Sonst haben wir hier nichts. Ja komm, dann gucken wir doch mal einen Kerker. Du gehst in die Tiefen des kaiserlichen Kerkers. Die Duchess of Ursul ist hier. Sie sitzt ganz kerzengerade auf ihrem Stuhl. Bist du nun willens zuzuhören? ja, also, wir haben sie gerade in den Kerker geschmissen. Sie kommt hier runter, tut so, als wenn sie uns erwartet hätte. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, ihr zuzuhören oder sie zu verspotten.
Und ich denke mal, da der Chat sich schon umbringen lassen wollte, verspotten wir sie mal. Na, hast du Spaß hier? Bei den ganzen Ratten? Das Gesicht ist böse. Denn du wirst niemals entkommen. Klick. Du schnippst deinen Fingernagel gegen die Metallbarren, um sie daran zu erinnern, wo sie ist. Ick. Was? Wir sind gerade ängstlich geworden. Oh, so eine Art Erdbeben ist gerade passiert. Du bist nicht sicher warum, aber du willst jetzt nicht mehr in dem Kerker sein. Sehr komisch. Stimmung? Die ist immer noch nicht wütend genug. Okay, Skills. Wir haben Bonus auf dieselben Sachen wie vorher. Da müssen wir dran arbeiten. Aber wie ihr sehen könnt, die Skills, die wir vorher trainiert haben, also Militär und Waffen, haben jetzt schon einen 0,1 Bonus. Ganz regulär. Das heißt, wir können die jetzt weiter trainieren. Klassen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal nicht Schwerter, sondern Pfeil und Bogen. Und wir nehmen nicht Strategie, sondern Logistik. Fertig. So. Im Chat wird gerade vorgeschlagen, das Outfit zu ändern. Das Outfit können wir erst ändern, wenn sie bestimmte Skills bekommen hat. Also wenn sie eine super Schwertkämpferin ist, dann kriegt sie ein Schwertkämpfer-Outfit. Aber das müssen wir erstmal hochskillen. So, unsere Cousine spielt dieses er liebt mich nicht Spiel. Mit den Blütenblättern und so. Die arme Blume. Ja. Hast du einen Freund? Nein, ich mag es nur mit Blumen zu spielen. Also sie mag es, Blumen zu zerrüpfen. Die ist auch ganz schön komisch drauf. Ich auch. Oh oh, eine Schlange. Charlotte, beweg dich nicht. So, erster Test, Reflexe und wir haben versagt. Und es schnellt nach vorne und beißt in dein Bein. Jetzt könnten wir wahrscheinlich den Gifttod bekommen. Das heißt, wir hätten im Nachhinein, also wenn wir das nächste Leben anfangen würden, obwohl wir noch nicht wissen, ob sie stirbt oder nicht, wir würden fürs nächste Leben wissen, dass sie jetzt recht schnell am Anfang Reflexe hoch braucht, um halt der Schlange auszuweichen. Also gucken wir mal, ob sie überlebt. Au. Die Schlange kriecht von dann, aber es ist zu spät. Du fühlst das Gift in deinen Adern. Die sind giftig. Ja, richtig. Richtig. Mir geht's nicht so gut. Dein Bein ist betäubt und du fällst zu Boden. Ah. Dein Cousin beugt sich runter und hält die Hand auf die Wunde. Es tut zwar kurz weh, aber dann fühlt es sich warm an. Also sie scheint uns geheilt zu haben. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht, ich kann es einfach. Also finden wir jetzt heraus, dass unsere Cousine ebenfalls eine von diesen Hexen ist und wir sie wahrscheinlich auch in den Kerker schmeißen sollten. Da sagt der Chat eher, töte sie. Und zwar schon vorher. Töte sie! Töte sie! Sie ist eine Rivalin um den Thron! Töte sie! Sie ist eine Blumenmörderin! Töte sie! Stimmt, sie ist echt eine Rivalin um den Thron. Aber ich glaube, wir haben nicht wirklich die Auswahlmöglichkeiten. So, und jetzt kommt die böse Mutter. Und wir tun halt so, als wenn nichts passiert wäre. Es war nur eine Schlange, aber sie ist von dann gezogen. Und jetzt schnappt sie ihre Tochter, weil es hier zu gefährlich ist. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass sie die Schlange hier positioniert hat. Denn ich hatte es auch schon mal geschafft, dass mein Reflexwurf gelungen ist. Im ersten Leben halt. Und dann ist meine Cousine getroffen worden von der Schlange. Und da kam sie dann auch an und hat ein bisschen extremer reagiert, weil sie halt eigentlich uns umbringen wollte, aber es hat dann ihre Tochter getroffen. So. Ah, wir könnten jetzt in den Kerker gehen und dann werden wir willful und angry. Das ist doch genau das, was wir wollen. Cheerful, afraid, depressed, lonely, afraid. Ja, komm, ab in den Kerker. Plus ein willful, plus ein angry. Mood, willful, angry. Es geht nicht wirklich hoch. Und Outfit haben wir keins. Okay, Classes. Wir haben gesehen, wir brauchen Reflexe. Auch wenn es dafür jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät ist. Aber wir steigern mal Reflexe.
Und Flexibilität. So, 10 Punkte. 10 Punkte. Sie hat jetzt nur gesagt, dass ihre Cousine ein bisschen vermisst, aber das ist okay. Und wir gehen wieder in den Kerker. Wir wollen nämlich endlich stinkig werden. Ah, schon ist ihr Gesicht anders. Jetzt ist sie böse? Nee, willful. Also willful ist so hoch, dass sich jetzt dementsprechend ihre Mut geändert hat. Was gibt's jetzt für Skills? Wir haben einen Bonus auf Intrige und Militär. Und Lumen. Aber Lumen sind diese Zaubersprüche und die können wir noch nicht sprechen. Okay. Das heißt, wir trainieren. Ja, Chat. Wollen wir einen Bösewicht, also eine böse Prinzessin, die eher durch Intrigen an die Macht kommt? Oder wollen wir wirklich so einen Hauruck-Schwertkämpfer, ich schnitzel alles tot? Obwohl ich die Antwort, glaube ich, schon weiß. Es kam gerade wieder eine Frage, ob es bei der Mode hier auch Lack und Leder gibt. Ja. Intrige, Maxen. Intrige muss man wissen. Intrige trainieren, alles morden, was bei 3 keine Loyalität schwört. Sehr schön. Böse. Böse rosa Killerprinzessin, sagt Isolation in rosa. Ja, ich glaube auch, Intrigen ist ein bisschen voraus vom Schnitzler. Also machen wir Intrige. Und das ist Outfit auch cool. Also sagen wir mal interne Angelegenheiten und Spionage im Ausland. Fertig. Schöner Bonus auf Willful. So. Eine der Magden oder Mägden ruft um deine Aufmerksamkeit. Ein Kurier ist angekommen von Duke von Sedna. Foreign Intelligence Success. Also wir haben es genau im richtigen Zeitpunkt trainiert. Und jetzt, da wir den Check geschafft haben, kommt hier eine andere Nachricht. Also, Sedna, das ist in Talasse. Ein Reich im Südosten. Sie haben einen Brief gegeben und ein Geschenk. Geschenke. Also, Brief ist halt klar, da steht drin, wir bedauern den Tod deiner Mutter, bla 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 bla. Und, oh, was für ein wunderschönes Amulett. Wir haben Kurt Manners failed. Kurt Manners ist Verhaltensregeln am Hofe. Das haben wir nicht geschafft, also wir haben keinen Skill drin und dementsprechend haben wir nicht mitbekommen, was dieses Geschenk denn bedeutet. Sie denkt einfach nur, oh, das glitzert, das macht mich froh. Es ist aber eigentlich ein Verlobungsgeschenk. Spoiler und so. Aber das hatte ich halt schon mal. So, was machen wir? Wir gehen in den Dungeon. Willful der angry. Chat hätte gern, dass du etwas langsamer die Texte wegklickst, damit sie vielleicht noch ein bisschen mitlesen können. Oh, okay. Und sie glauben irgendwie, dass alle weiblichen anderen Wesen in dem Spiel Hexen sind, scheinbar. Unvorsichtige Killerprinzessin, ja, ich sehe schon. So. Wie schaut's aus? Intrige hat sie jetzt immer noch einen Bonus, das ist gut. Das können wir gleich weitermachen. Militär hat sie Bonus. Mut. Aha, sie wird langsam angry. Sehr gut. Können wir vielleicht ein paar andere Sachen trainieren. Classes. Wir trainieren wieder interne Angelegenheiten. Denn ich denke mal, gerade am Hof sind interne Angelegenheiten ziemlich wichtig. Und Ciphering, weil wir sie noch nicht haben. Dann. Ja, also jedes Mal, wenn wir zur Schule gehen oder Unterricht nehmen, kommen auch dazu kleine Informationen, was sie ungefähr in den Stunden lernt. Also lernen wir jetzt gerade, dass der Onkels Frau die Countess von Nix vorhat, bla 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 bla. Das könnte vielleicht wichtig sein, aber ich habe es bisher immer ignoriert. Klick. Und jetzt lernen wir gerade rückwärts lesen. Nia ist was?
umgekehrte Reihenfolge. Das macht aber trotzdem keinen Sinn. Das dann umgekehrte Reihenfolge macht keinen Sinn, oder sieht das falsch? Ist ein Ninnen. Kannst du da irgendwas draus lesen, Kyria? Die einfachste Verdrehung kann einen verwirren. Keine Ahnung. Ha, na gut, aber es ist zwischendurch ganz unterhaltsam, da mal reinzugucken. Klick. Diese Frau, diese Priesterin, starrt mich immer noch an. Was? In plain sight, sagt der Chat. Oh. Grad. Stimmt. Und jetzt werden wir von irgendeiner Priesterin angestarrt. Was willst du? Hallo, Priesterin. Dein Schicksal wird dich finden, selbst wenn du davon wegläufst. Du wurdest geboren, um die Macht des Lumens zu tragen. Also ist das auch eine Hexe. Wobei, wenn wir auch eine Hexe sind, sollten wir vielleicht trotzdem erstmal unser Lumen bekommen, damit wir auch eine Hexe sind und dann alle anderen Hexen umbringen können. Was weißt du darüber? Die Macht des Lumens war auch deiner Mutter und der Könige und Königin vor ihr. Es ist dein Recht und deine Verantwortung, es zu benutzen, um das Reich zu schützen. Das heißt aber, wenn unsere Cousine das wirklich hat, dann sollten wir sie echt umbringen, weil sie dürfte sonst Königin werden. Ich habe die Zeichen der Zukunft gesehen. Gefahr wird kommen. Ohne diese Kraft wird das Land schutzlos sein. Nun, was soll ich denn tun? Die Duchess of Ursul, also die, die wir in den Kerker geschmissen haben und verspottet und was weiß ich, wird dich unterrichten, falls du sie frei lässt. Das könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen. Also das Spiel will wohl von uns, weil es jetzt schon mehrfach angemerkt wurde, dass wir so ein Lumen werden, also eine Hexe. Wollen wir das machen, was das Spiel sagt, oder wollen wir eher unser eigenes Ding machen und dann irgendeine neue Todesart finden? Und diese neue Priesterin sagt jetzt, dass sie, also die Hexe im Kerker, niemals deiner Mutter was angetan hat. Sie waren Freunde. Und es ist... Also bisher kam mehrfach Nein, niemals und tötet alle Hexen. Wenn alle anderen Hexen tot sind, werden wir automatisch die mächtigste Hexe sein. Ja, okay. So, jetzt haben wir die Auswahlmöglichkeit, sie zu befreien oder sie nicht zu befreien. Alle Hexen killen, beide einsperren. Auf die Mondhexe hören? Neue Todesart klingt gut. Also, wir werden sie nicht befreien. Das ist alles nur ein Trick, um den Verräter zu befreien, ha? Huh? Ich werde nicht auf dich hören. Muahaha. So, wir sind stinkiger, wir gehen wieder ins Gefängnis. Wobei man da auch ab und an ruhig mal die Sachen machen sollte, wo keine Boni beistehen. Das können wir dann morgen mal machen. So, wie ist deine Stimmung? Du wirst sehr böse. Du bist sehr trotzig. Classes. Wir nehmen jetzt... Bei was ist unser Internal Affairs? 31. Ich mach mal Internal Affairs und Eternal Affairs. Dann müsst du nicht gleich ein neues Outfit kriegen. Dann? Ja, ganz viele interne Sachen. Isolation sagt gerade, wenn du so weitermachst, musst du bald deinen Kerker ausbauen. So viele, das alles. Wie du jetzt schon reinsteckst. Ah, unser Internal Affairs Skill ist jetzt bei 50. Wir können es erst erhöhen, wenn deine anderen Intrigen Skills 25 oder höher sind. Das heißt, das zweite Mal war vollkommen für die Katz. Schade. So, wir sind im Schlossturm und eine Magd kommt hochgerannt und hat einen Haufen Handtücher im Arm. Eleganztest haben wir versagt, aber Reflexe haben wir geschafft. Wir weichen also schnell aus. Das hätte auch eine Todesart sein können, wenn wir da nicht ordentlich ausgewichen wären oder was, dass wir den ganzen Turm runterpurzeln.
Ein Nobel wünscht dich zu sprechen, sagt unser Vater. Nee, wer ist es? Der Duke Consort of Mead. Das ist Mead, oder? Ich glaube schon. Ja. M-E-A-D ist Mead. Okay. Nur auf Englisch. Der Duke des Meads. Das kann interessant werden. Und da wir den Test jetzt von Intrigen bestanden haben, steht da eine Erklärung, wer er denn ist. Also er ist der Ehemann der Duchess of Mead und ist der ältere Bruder von der Duchess of Ursel. Also von der, die wir im Kerker haben. Also die Frau, die wir im Kerker geschmissen haben, dessen Verwandte kommen jetzt zu Besuch. Das könnte interessant werden. Jedermann war überrascht, dass der Old Duke, also der alte Duke, seinen Sohn nicht in die Erbfolge mit aufgenommen hat. Okay. Und anscheinend war er wohl ein wenig verrückt. Also der alte Duke. Das könnte in der Familie liegen, wenn die Tochter auch eine Hexe wird. Okay. Wir begrüßen die Gäste. Das ist der Duke of Mead. Sieht komisch aus für einen Duke of Mead. Ich hätte irgendwas Roheres mit einem Bierhumpen erwartet, aber okay. Eure Königlichkeit, danke schön, dass ihr uns zu so schwierigen Zeiten antrefft. Ich komme im Namen der Bevölkerung von Ursul, denn sie haben keinen Beschützer. Der Pöbel bedarf Leitung oder sie werden ins Chaos verfallen. Kleiner Themenwechsel. Wir sagen jetzt also, du willst also, dass wir die Duchess befreien, also die Hexe im Kerker. Ich wünsche, dass Ursul einen Führer hat und meine Schwester könnte diese Führerin sein. Also ja, er kommt hierher, um die Hexe zu befreien. Sperrt ihn ein. Ich sehe den Chat schon. Ja, sie wollen ihn definitiv einsperren. Und es kam gerade auch eine Info aus dem Chat, dass Mad in diesem Zusammenhang höchstwahrscheinlich von Meadow kommt und das halt Auer heißt. Ah, okay. Das passt auch mehr als Duke des Mädes, wobei Mäd cooler wäre. Aber wenn er sich fälschlicherweise Mäd nennt, ab in den Kerker. Jeder soll Mäd im Keller haben. Jo. So, also, wir können jetzt die Duchess befreien oder wir können ihren Titel einem anderen geben. Das heißt, wir schmeißen sie jetzt in den Kerker und aberkennen ihr den Titel von was auch immer sie gerade hat.